Oft sollen ja im Gantt-Diagramm bestimmte Aufgaben und damit ihre Balken im Diagramm besonders herausgestellt werden. Eine neue Möglichkeit in MindView 6 ist die über die Balkenhöhe. Das heißt, ich klicke einfach die in Frage kommenden Aufgaben an, begebe mich dann in die Eigenschaften und weise ihnen eine neue Balkenhöhe zu. Und Sie sehen, schon sind die sehr viel auffälliger im Rahmen der anderen nach wie vor Standardhöhe habenden Aufgabenbalken.